Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo es eben um die OptiDrill DX15V geht. Und wie schon bei meinem ersten Video, was ich über die Maschine gemacht habe, wo ich euch gezeigt habe, was da unter dieser Plastikabdeckung eigentlich verborgen ist und wo wir schon ein bisschen drauf eingegangen sind, wie genau und wie präzise die Maschine eigentlich gefertigt worden ist, geht es im heutigen Video darum, wie mit einer einphasigen Maschine, die was nur Rechtslauf hat, vernünftig Gewinne bohren tut. Dazu werde ich euch ein bisschen mehr über diese Gewindeschneideinrichtung erzählen. Diese Maschine hat eben nur, dass sie eben einphasig läuft, einen Rechtslauf. Aber wie man sieht, dreht sich da unten der Gewindebohrer, der was da eingespannt ist, nicht nach rechts, sondern nach links. Und das ist eben, weil ich mir für die Maschinen so einen relativ günstigen Gewindeschneidadapter gekauft habe. Das Ganze funktioniert so, wenn ich eben auf den Gewindebohrer einen gewissen Druck ausübe, ist der normale Rechtslauf eben zum Gewindeschneiden. Und wenn ich noch an der Meinung bin, okay, das Gewinde hat die Tiefe, die was ich brauche, lasse ich den Druck nach, das mache ich eben da mit der Pinola. Und wenn ich da keinen Druck mehr ausübe, wechselt er eben wieder auf den Linkslauf, sodass er nachher eben aus dem Gewinde wieder rausfährt. Wie man sieht, ist der Rücklauf mit doppelter Geschwindigkeit und beim Gewindebohren nachher fährt er 1:1 mit der Umdrehung von der Maschine. Das Ganze funktioniert relativ zuverlässig. Ja, und genauer zeige ich es euch einfach jetzt im Video. Ja, meine Tischbohrmaschine, die kennt ihr eben eh schon aus dem letzten Video. Mit der bin ich sehr zufrieden, also eigentlich immer mehr. Ich habe mir nachher noch ein paar Sachen gekauft, wie eben dieses oder diesen Röhm-Schraubstock. Und so eine Maschinenleuchte. Diese Maschinenleuchte hat eben so einen flexiblen Schlauch, wo man das Ganze oder wo man die LED-Lampen flexibel einstellen kann und wird eben mit einem Magnet hinten befestigt. Dann habe ich mir noch so einen Röhm-Keil gekauft, damit ich eben die Futter oder die Bohrfutter wechseln kann und eben diesen Gewindeschneidadapter. Die ganzen Sachen habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn wir uns diesen Gewindeschneidadapter ein bisschen genauer anschauen, also für die Preisklasse ist er extrem gut gefertigt. Wie man sieht, da sind die Flächen, auf die es wirklich ankommt, alle geschliffen. Anscheinend, da sieht man schön auf dem Schleifbild, eben mit einer Außenschleifmaschine oder Rundschleifmaschine. Und man kann das Ganze ja auf die Gewindegröße einstellen. Das macht man dann eben oben mit diesen Tellerfedern, wo man mit so einer Art Kupplung eben nachher das Drehmoment einstellt, damit der Gewindebohrer eben nicht abbricht. Also das ist auch etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte, mit der Preisklasse. Wir brauchen dann noch eben ein Bohrfutter und eben einen Kegelsenker, einen Gewindebohrer und eben einen Kernlochbohrer für unser Gewinde. Ich habe nachher eine einfache Alugussplatten hergenommen und habe da drei Kernlochbohrungen reingemacht. Das ist eben für M6. Also habe ich mit einem 5er Bohrer eben die Bohrungen reingemacht. Das funktioniert eben mit der OptiDrill
Die X15V relativ unspektakulär, also da bewegt sich beim Tisch so gut wie gar nichts. Nachdem ich eben diese Löcher gebohrt habe, habe ich nachher einen Kegelsenker reingespannt, damit ich eben das Ganze nachher noch schön senken kann. Da sieht man auch schön, warum ich eben diese Opti-Drill genommen habe, also die, wo ich auch die Drehzahl mit einem Potentiometer einstellen kann, weil das ist wirklich viel bequemer, als wie wenn ich jetzt da wieder mit diesen Riemen umeinander tun müsste und nachher die Drehzahl über die Riemen einstellen müsste. Also das ist wirklich mit der Opti-Drill ganz andere Qualität. Nachdem ich nachher eben diese Löcher gebohrt habe, tue ich eben das Bohrfutter weg, wie man da sieht, und spanne nachher eben diesen Gewindeschneidadapter ein. Ja, als nächstes kommt noch eben der Gewindebohrer. Das ist ein Sockloch-Gewindebohrer, aber natürlich können Sie ja einen Gewindebohrer für Durchgangslöcher verwenden, das ist komplett wurscht. Er hat da einen relativ großen Bereich, also ihr könnt mit diesem Adapter von M3 bis M12 alle Gewindebohrer spannen. Auch die Schlüssel, also diese Schlüssel zum Festziehen, die sind alle im Lieferumfang dabei. Die Stange natürlich auch, die ist recht praktisch, damit man eben die Drehzahl einfach ändern kann. Die Stangen, die was man da bei der Opti-Drill DX15V sieht, das ist die Stangen, wo ursprünglich dieser Schutz dabei ist. Also dieser Späneschutz, den muss man natürlich nicht entfernen sollte. Ich habe den jetzt hergenommen als Anschlag für diesen Gewindeschneidadapter, weil er von der Länge eben genau passt. Aber selbstverständlich ist das nur für meine Zwecke und ihr dürft das natürlich oder ihr sollt das natürlich nicht machen. Die Bohrungen, wie man sieht, ich habe das Ganze nur mit Ballistol geschmiert. Also die Gewindebohrungen, die sollte man immer schmieren. Dann habe ich das noch in der Höhe eingestellt. Und was ganz wichtig ist, dass man hinten, da sieht man eh, immer den Tisch klemmt. Ich habe schon viele Videos gesehen, wo sie sich beschwert haben, dass der Tisch eben in alle Richtungen geht. Das ist logisch, also man muss diesen Tisch, so wie auch bei fast alle anderen Tischbohrmaschinen, klemmen. Dann habe ich die niedrigste Drehzahl eingestellt, das ist eben bei der Opti-Drill 80. Ja, und wie man sieht, kann man nachher schon anfangen, die Gewinde zu bohren. Dieses Schlagen, das was man da sieht, das ist, weil eben dieses Futter ein gewisses Spiel hat. Das ist aber nachher, wenn man in der Bohrung drin ist, weg. Das heißt, das zentriert sich nachher selber. Also man darf jetzt nicht glauben, dass das irgendwie ein Klumpet ist. Das ist auch bei den teuren Gewindeschneidadaptern gleich. Aber sobald man dann eben in der Bohrung drin ist, nachher zentriert sich das und nachher ist eben dieses Schlagen von Gewindebohrer weg. Wenn man ein bisschen eine Übung hat, dann funktioniert dieses Gewindeschneiden relativ gut. Also man hat es relativ schnell heraus, wie viel Druck man braucht, damit eben dieser Adapter umschaltet. Und so kann man wirklich schnell mehrere Gewinde eben fertigen. Für das Video bin ich einfach hergegangen und habe oder bin in die bestehenden Gewinde, die was ich eigentlich schon gefertigt habe, mehrmals eingefahren, einfach damit ich das Ganze von verschiedenen Perspektiven für euch eben zeigen kann. Und interessanterweise hat er immer genau den Gewindegang gefunden, sodass ich nachher eben nur einen Gewindegang habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehrere Gewinde irgendwie eingeschnitten, sondern er hat mit diesem Adapter eben immer das bestehende Gewinde oder diesen bestehenden Gewindegang gefunden, sodass ich nachher eben schön habe, die Gewinde nur einmal nachschneiden können. Der Gewindeadapter ist in einer Preisklasse, je nachdem, wo man den bestellt, zwischen 200 und 300 Euro. Ich habe ihn jetzt bei Baulimod bestellt. Man kriegt ihn aber von Baulimod auch über Amazon.
Oder man bestellt ihn über AliExpress, da kriegt man ihn ein bisschen günstiger. Ist halt nachher immer ein bisschen fraglich, was man für eine Qualität kriegt. Also ich würde ihn jetzt bei Paulimod bestellen, obwohl ich von Paulimod nichts kriegt dafür, weil dann hat man eben einen Ansprechpartner. Und ja, also wie gesagt, von M3 bis M12 kann man damit Gewinde fertigen. Und was ganz wichtig ist, eben auch mit anphasigen Maschinen. Also man braucht dafür eben kein Rechts- oder kein Rechts-Linkslauf, sagen wir so. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt zur Opti-Drill. Also wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden damit. Auch dieser Gewindeschneidadapter ist für den Preis wirklich top. Warum habe ich mir jetzt das Ganze eigentlich gekauft? Naja, weil ich für mein neues Projekt, also meine Patreons kennen das eh, das ist eben die CNC-Umbau-Mini-Fräse. Und da habe ich eben bei der Portalbrücke das Problem gehabt, dass ich für die Linearschienen sehr viele M5-Gewinde habe fertigen müssen. Und das ist mir irgendwann einmal zu viel geworden, weil das habe ich nämlich alles ja, mit der Hand einschneiden können. Und damit ich mir eben das Ganze erleichtere, weil ich eben das Ganze irgendwann einmal als Bausatz anbieten möchte, habe ich mir nachher eben eine vernünftige Tischbohrmaschine gekauft. Wenn ihr mehr zur CNC-Umbau-Mini-Fräsmaschine erfahren wollt, wie gesagt, viele Infos darüber gibt es schon auf meinem Patreon-Account. Es wird da in Zukunft ein paar Videos dazu geben, wo ich euch die Maschine eben vorstelle. Eben jetzt auch mit der neuen Chipine-Spindel. Da habe ich jetzt relativ lang drauf warten müssen, bis ich die kriege. Da war ja eigentlich nachher noch erzählen, was eben auch der Unterschied ist zu den alten 1,5 kW-Spindeln mit EA-11-Aufnahme. Ja, und ich glaube, es bleibt spannend auf dem Kanal. Und so wie immer, wenn es euch interessiert und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal Like hier. Wenn ihr irgendeine Fragen habt, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos. Ciao!